Trauer um Norbert Blüm. Der frühere Arbeits- und Sozialminister ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn am Freitag bekannt. Norbert Blüm war der einzige Minister, der Bundeskanzler Helmut Kohl durch dessen komplette Regierungszeit im Kabinett begleitete. Der gelernte Werkzeugmacher galt als soziales Gewissen seiner Partei, scheute keine Konflikte. Er setzte 1986 die Gesundheits- und Rentenreform und 1995 schließlich die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung durch. Auch nach seiner Zeit als aktiver Politiker engagierte sich der volksnahe Blüm weiter sozial. Er schrieb Bücher, war gern gesehener Gast in Talkshows und verbrachte während der Flüchtlingskrise mit über 80 Jahren eine Nacht in einem Flüchtlingslager in Griechenland. Wenn es um Geschäfte geht, wenn es um Waren geht, da ist hier freie Bahn. Aber wenn es um Menschen geht, nicht. Geldgeschäfte grenzenlos, global grenzenlos. Menschen eingesperrt, was ist das für eine Welt? Seit 2019 saß Blüm im Rollstuhl, war nach einer Blutvergiftung von den Schultern abwärts gelähmt. Doch seinen Lebensmut ließ er sich nicht nehmen, er lebe wie Gott in Frankreich, werde rund um die Uhr bedient. Sterben wollte Norbert Blüm wie sein Vater, dessen letzter Satz: Es war alles sehr schön.